Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 5. So, ja, wer gestern Abend es mitbekommen hat, wir stehen hier auf der Insel und ich muss sagen, es war gestern echt genial. Es hat mega Spaß gemacht und nochmal schönen Dank an Nitro Exposito Entertainment und auch an Stefan, der sich im Chat wirklich mit eingebracht hat und uns kräftig unterstützt hat hier bei Far Cry 5. Und es wird bestimmt nicht der letzte Stream gewesen sein, wo wir machen. Und es ist aber auch immer eine Zeitfrage, wann wir das machen. Ja, aber es hat wirklich, 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 wirklich mega Spaß gemacht. Auch wenn wir es ab und zu ein bisschen dappig anstellen. Aber der Spaß steht ja doch an vorderer Stelle. So, jetzt gucken wir mal. Was machen wir eigentlich heute? Und wo geht's weiter? Wir haben uns jetzt schon ein bisschen hier reingetraut. In das Gebiet von wir sind eigentlich auf neutralem Gebiet. Ah, ne, wir sind im Gebiet von Jacob. Jacob sind wir. Face haben wir und John haben wir erledigt und jetzt sind wir schon ein bisschen bei Jacob. Okay, dann bleiben wir doch hier einfach. So sieht's aus. Bleiben wir mal bei Jacob und schauen wir doch mal, was der so für uns parat hat. So, gucken wir mal. Da hinten habe ich auf der Karte gesehen, da können wir ja uns ein Boot rufen. Dann braucht man nämlich da nicht weiter rüber schwimmen. Ja, ich werde jetzt mal heute 3 Folgen am Stück aufnehmen, weil ich nämlich nächste Woche bisschen was an meinem Rechner machen muss und ich möchte das eigentlich bis Mittwoch erledigt haben. Also ich werde Montag und Dienstag nicht zum Aufnehmen kommen. Oh, wow, 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 wow. Ah, ich hab's gewusst. Wo ist das blöde Viech? Ich reiß dir den Arsch auf. Wo hat es sich jetzt versteckt? Naja. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja auch ein bisschen was erbeutet gestern, aber auch ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, komm, das verkaufen wir jetzt alles. Ja, wir machen Schnellverkauf. So, Munition füllen wir natürlich wieder auf. Und da füllen wir auch auf. Was haben wir denn an Munition? Das füllen wir alles schön auf hier. Und ja, der Stefan hat gesagt, wir sollten mal unsere Waffen wir sollten mal bessere Waffen kriegen. Da hast du recht, Stefan. Da hast du vollkommen recht. Und wir werden mal schauen. Aber das ist auch immer so eine Geldfrage. Das will ich jetzt fahren. Das ist immer eine. Hier ist ja wieder ein Verkehr heute. Alter, was ist denn hier los? So, wir fahren, also was ich jetzt gerne noch machen würde, weil wir hier schon in der Nähe sind, wenn wir schon hier in der Nähe sind, wo sind wir überhaupt? Wir sind hier.
Und ja, wir holen uns mal das Whisky-Fass. Jetzt gucken wir mal, dass wir das gleich finden. Okay, das ist mal wieder. Ach du Grübel, da unten ist das. Ach, im Herbst. Wir brauchen bloß noch 6 Whiskyfässer. Das ist eigentlich was, wo ich gern diese Folge erledigen würde. Mir war danach. Tut mir leid. So, dieses Whisky-Fass haben wir erledigt. Da ist mein geliebter Ragnar, der Schreckliche. Jetzt holen wir uns dieses Wasser. Holen uns jetzt aus dem See alle Fässer. Ja, komm, das machen wir jetzt. Wir holen uns einfach mal alle Fässer. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Und es ist so laut. Glaube, ich sollte vielleicht doch vielleicht ein Wasserflugzeug nehmen. Naja, das gucken wir mal. Brauchen die Hilfe? Braucht ihr Hilfe oder ist alles klar bei euch? Alter. Alles klar bei euch, ja? Eieieiei. Alles klar? Okay, das Team ist aber voll. Das wird ein Bär. Hallo Bär. Wo ist er denn jetzt hin? Komm her, du Bär. Naja, wir wollen uns jetzt nicht lange aufhalten. Ich möchte halt nicht, dass er gefressen wird von dem Bär. Sollen wir da mal ein bisschen wieder geplündert? Dann brauche ich auch ein bisschen Kohle, ne? Ja, setz dich mal hin und trink dein Bierchen aus. So, okay. Ja. Wir wollten zu dem Fass. Ja, das war jetzt hier nun mal eine kleine Zwischenstation. Das Fass hier auch gleich. Nur noch 5 Fässer. So, da ist unser Boden. Dann werden wir das geschafft haben.
So, gucken wir mal weiter. Was ist hier? Das ist Lawrence. 1, 2, 3, 4. Die sind alle hier in dem See, ja? Und wo ist das fünfte Fass? Alles klar, okay. Wir holen uns jetzt mal auf jeden Fall noch diese vier Fässer hier. Wir sind hier, dann werden wir uns jetzt als erstes dieses Fass hier holen. Und dann haben wir das nämlich. Hier auf dem See ist ja mehr Verkehr wie in der Stadt bei Warschauer. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. So, gucken wir mal. Ach du grüne Neune. Ist das da drinne oder was? Wie kommt man da rein? Naja, da drinne ist es. Jetzt mal gucken, ob es da irgendwie einen Eingang gibt. Hier? Hier rein, hä? Naja. Ui, 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 ui. Sollen wieder raus hier schnell, bevor wir ersaufen. Ja. So, auch ein frisches Bad am frühen Morgen, ne? Okay, dann haben wir dieses Fass und jetzt fahren wir schnurstracks zum nächsten. Dann haben wir mal wieder einen Punkt abgearbeitet auf unserer Liste. So, der ist ziemlich tief unten, Alter. Ich sehe nichts. Ist das eine trübe Brühe hier? Oh, wo kriegen wir denn? Alter, ist der tief unten. Oh. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Wir schaffen es. Und hoch, 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 hoch. Oh, schnell hoch. Hoch. Das war verdammt tief unten. Wir schaffen es. Ja, los! Alter! Na, wo ist mein Boot? Wo ist mein... Wo ist mein Boot? Da hinten. Das war aber verdammt eng. Das war verdammt eng. Okay, und weiter geht's. Weiter, weiter. Nicht lange aufhalten. Nicht lange warten. Weiter zum nächsten Whisky-Fass.
müsst ihr euch mal vorstellen, ich tauche da runter, ja, 40 Meter tief, ja, und hab dann ein Whiskyfass auf dem Rücken und tauche damit wieder auf. Ne? Das müsst ihr mal nachmachen, sowas. Hier ist es nicht so tief, aber gucken wir mal. War wieder gut versteckt, aber wir werden es gleich finden. Hoffe ich doch mal. Darunter? Okay, wir tauchen mal auf. Das wird interessant. Müssen wir kurz auftauchen. Oh oh. Hoffentlich sehen die uns nicht. Okay, und abwärts. Wir müssen dem Seil folgen. Da muss es ihr. Da ist es. Okay, wir haben es. Und wieder aufwärts. So. Ja, wir müssen aufpassen. Wir befinden uns im Feindesgebiet. So, jetzt gucken wir mal schnell. Ich sollte mir hier ein anderes Boot nehmen. Nein, ich wollte eigentlich den Sitz wechseln. Okay. Solange sie uns nicht sehen, ist alles gut. Da oben irgendwie. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Kommen wir denn jetzt da hoch? Ja? Inseln. Das bedeutet meistens was, dass man da irgendwie hüpfen muss. Oder? Wenn wir mal hier rauskommen. So, jetzt gucken wir uns das mal aus der Entfernung an. Da oben ist es. Und da haben wir eine Insel und da haben wir einen Vorsprung. Okay. Mal, vielleicht können wir ja darüber springen. Da müssen wir bestimmt drauf springen. 100 pro. Okay, probieren wir es mal. Nicht runter. So.
Oh, ey, hab's gewusst. Wo ist diese scheiß Schlange? Eine Vollmeise. So, jetzt sind wir hier oben. Und da ist das Fass okay. Bewacht von einem... von einer bösartigen Schlange. So, dann brauchen wir nur noch eins. Und das ist hier. In Galklaketti Bay. Alles klar. Und dann haben wir es ja geschafft, ne? Wo ist unser Boot? Hallo? Wo hab ich denn wieder geparkt? Da unten. So, jetzt gucken wir mal. Da ist ein Stützpunkt. Ich glaube, den Stützpunkt werden wir uns in der nächsten Folge vorknöpfen. So, da unten 15 Meter, dann mal runter. In dem Hubschrauber drin. Da ist ein Hubschrauber im Wasser. Okay, wir haben's. Wir haben alle Fässer, oder? Müssten wir doch jetzt haben, oder nicht? Haben wir nicht alle Fässer? Lass mich mal gucken jetzt. Nein. Bringe die Fässer zurück zur Sherry. Das machen wir. Das machen wir. Und dann, wenn wir die Fässer zurückgebracht haben, werden wir die Folge auch beenden. Und dann schauen wir mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ich würde jetzt sagen, Entschuldigung, es ist noch so früh am Morgen. Ich habe am frühen Morgen immer solche Huster. Dass wir die Comics uns alle sammeln, ne? Dann haben wir nämlich das mal erledigt. Er wird sich aber freuen, ne? Oder er? War das nicht viel oder naja, ich weiß es nicht mehr. So, hallo Sherry. Sherry, bleib mal stehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ja, ich bin doch schon fertig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du den McKellens gefunden hast. Mein Vater hat getönt, er wäre nur ein Mythos, aber ich wusste es besser. Das Zeug reift schon mehr als ein halbes Jahrhundert unter Wasser. Ich wette, da könnte ich gutes Geld für kriegen. Vielleicht werde ich das auch. Aber jetzt muss ich erstmal diese kleine Familienzusammenführung feiern. Danke für alles.
Wow. Ein feuchter Händedruck, $900 und naja. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Wir wären fast abgesoffen. Naja, okay. Also meine lieben Freunde, ich würde sagen für heute war's mal wieder, ne? Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.